Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wir sind immer noch auf dem Weg zu Preston, um unsere Basis zurückzuerobern. Die stehende Bruderschaft macht alles nieder, was ihr begegnet. So, wir sind fast da. Das Licht anmachen. Ah, Ghule. Ghule, die mich schlagen und niedertrampeln wollen. Das finde ich jetzt noch nicht sehr. Was machst du? Help me, du! Aua. Ja. Greif Knick an, er ist eine Maschine, er hat keine Gefühle. Aha, meine, von meinen 1000 Kugeln sind auch nicht mehr so viele da. Die Stillenbruderschaft nervt mich voll. Ganz ernsthaft. Machen voll den Krach. So. Neue Tür. Granate, Stimpack, Wasser, Vitamine. Ich krieg voll die Party ab. Hier geht voll die Party ab. So. Speiern wir bei ihm? Wer weiß, wir haben ja keine Ahnung, was jetzt gleich passieren wird. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Weshalb brauchen wir diesen Laden nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste. Aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fort einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Was machen wir denn? Ich locke sie raus, in die Zange nehmen, aus allen Löchern, aus allen Rohren, noch nicht bereit. Ich würde sagen, ich locke sie raus. Bildet eine Feuerlinie. Ich locke sie raus. Klingt gut. Wir bleiben zurück und lassen sie zu uns kommen. Pass nur auf, dass du da drin nicht plötzlich festsitzt. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Macht ihr mal. Ich werde sie einfach alle umbringen.
Ja, die erste ist schon tot, weil sie nicht auf meinen Plan hört. Ja, dann habe ich auch bald keine Munition mehr. Wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Reden Sie weiter. Jeder Schuss muss sitzen! Wissen wir, ob das alle waren. Jeder Schuss muss sitzen! Wird schlecht. Das ist schon ein schönes Gebäude, muss ich sagen. Ne? Er verbrenne es. Ich sehe ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. So. Hier haben wir das gesäubert, jetzt noch hier oben. Töte den König. Was ist der König? Okay, da ist der König. Waffen, Raketenwerfer. Wie stirbt der König nicht? Nein. Alter, okay, das war schon mal ein schlechter Plan. Der König ist, wie gesagt, auch mal wieder rot. Ah, Mann. Noch so gut angefangen.
Wie mache ich das denn jetzt? Vielleicht doch eine Mini-Atombombe nehmen. Das ist schon wieder schlecht. Ich brauche eine Minigun mitnehmen. Ach, Preston, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence. Ja, ja, bla. Aber Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Ja. Auf jeden Fall. Für eine... Das stimmt. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auf... Aha. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen... Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von... Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und? Das war ein guter Plan eigentlich. Was denkst du? Machen... Ich locke sie raus. Bildet eine Feuerlinie. Ich locke sie raus. Klingt gut. Wir bleiben... Hm. Okay, Leute. Versuch nicht ihre Okay. Okay, okay, okay. Noch ein Versuch. Inventar, was haben wir denn so? Die rechtmäßige Herrschaft. Kellogg's Pistole. Verloren wusste das Commonwealth, dass sie erledigt sind. So, wir versuchen es nochmal. Wieso rennen die vor? Kommt ihr bitte wieder zurück? Was? Hey! Hier drüben! Guter Plan! Da kommt Ärger! Wo ist meine Waffe? Ich kann meine Waffe nicht nehmen. Was soll denn der Scheiß schon wieder hier? Hallo? Jetzt funktioniert hier mal wieder gar nichts. Jetzt lädt das. Oh Mann. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ach lol, jetzt hängt hier alles. Was soll denn der Scheiß? So. Schließen. Ich mir die Geherrschaft. Und ich krieg das aber nicht mehr. Ich kann es nicht zumachen. Ich kann es nicht zumachen. Die Tab-Taste geht nicht. Ich glaub das jetzt nicht. Jetzt muss ich wieder laden. Manchmal bringt mich dieses Spiel um meinen Verstand und treibt mich zu Weißglut. Da, das tut das Spiel mit mir. Ich weiß nicht, warum es mir sowas mal antun muss. Ich finde das sehr, sehr gemein von dir, Spiel. Ich würde es nämlich gerne heute noch mal schaffen. Ja, ich kann. Deck die Burg.
Alter, ist das Spiel... Dankeschön, Spiel. Ich kann die Tab-Taste nicht drücken. Wieso kann ich die Tab-Taste nicht drücken? Habe ich jetzt mit I geöffnet. Pip-Boy, Tab. Machen wir das mal eben kurz auf. Auf. Ist die T-Taste belegt? Nee. Voltec. Der Tee ist doch belegt. Egal, ich will jetzt mal. Schnell können wir noch Glück einen raufknallen. Skillbaum ist nämlich. Pip-Boy nehmen wir mal diese Tasse. Die Tasse ist belegt. Dann nehmen wir diese Taste. Jetzt können wir das mit der Maus 4 öffnen. Immerhin geht das schon mal wieder. So, im Winter. Rechtmäßige Herrschaft anwählen. Man könnte sich doch noch gütlich einigen. Und die Frau scheint immer zu sterben. Hier kommt er gleich hoch. Das heißt, Waffen, Splitterminen. Kann ich die Minen legen? Kann man die Minen legen? Minen, Minen, Minen. Immer laufen, schleichen, sprinten, Pip-Boy. Ich würde gerne Mine legen. Kann man eine Mine legen, blöderweise? Und Preston. Verdammt. Scheint, als würden sie brüten. Wir müssen
müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Meyerlurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Also, wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Das erinnert uns daran, wofür wir kämpfen. Ja, das erinnert mich daran, dass das Spiel echt bescheuert ist. So. Meine Güte. Jetzt gehen wir echt mal oben hin. Das Ei geht kaputt. Erledigt. Ich würde sagen, das ist wieder der Dicke. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich dachte, die hätten... Mann! Von wegen, hier ist alles gesäubert. Die kleinen Scheißer bringen mich um, ey. Kammerjäger, Errungenschaft freigeschaltet. So. Wo kommen die Kleinen her? Inventar öffnen, versuchen wir es doch nochmal mit. Dann habe ich keinen mitgenommen. Ah ja, versuchen wir es mit dem nochmal.
mich aber auch bald. Jo. Bin so gut wie tot. Es ist ja ein wirklich sehr schönes Gebäude, aber es ist hier unmöglich, das Viech zu töten. Wow. Jo. Habe ich eine Horde kleiner Viecher, die sie mich umbringen. Alter, ihr kleinen Kackviecher. Das weiß ich zu schätzen. Sollte nicht lang dauern. Und ich bin tot. Ja, was soll ich da machen? Das Ding, das brummt mich einmal anspucken und ich bin halb tot. Das ist doch nicht normal. Ja, da, das lohnt, das bringt ja nichts. Also ich muss, entweder muss ich noch viel, viel Stücke. Aber ich habe keine Ahnung, wie man vor allem auch diese Minen. Ja. Ich würde die gerne. Aha. Es ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Ist nicht normal. Also, ich krieg's auf jeden Fall noch nicht hin. Wahrscheinlich bin ich einfach noch zu schlecht. Ich werde das mal mit einer Mini-Atombombe ausprobieren. Ich stelle mich da hinten hin und schieße auf dem. Ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sage ich jetzt, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.